Da ist wieder Eisen. Ah, was du mit den 300 meinst, das ist die Abbauzeit. Ach, oh, da habe ich, da falsch geschaut einfach. Mining Time, das ist abseits. So, pass auf, ich lese jetzt nochmal vor. Stein geht ab Höhe 14 los. Mhm. Ab Höhe 15, 16 geht Lehm und Kupfer los. Ab Höhe 22, 23 kommt Eisen und Tin. Okay, dann gucke ich mal, ob ich bei dem Eisen Zinn finde. Oh, verdammt. Ich weiß, warum wir nicht da, warum wir nicht finden. Zinn und Gold, Mountain under Snow. Am falschen Berg. Ach, das muss Unterschnee sein. Unterschnee. Halt, warte mal, das lässt sich aber... Ich hab's gerade gelesen. Das ist ja scheiße, wenn das nur Unterschnee ist. Okay, aber da ist da drüben. Das heißt, ich könnte da rein theoretisch rübergraben. Ich grab da jetzt die Mine darüber. Ich baue das nicht nochmal alles neu. Also, nee, da brauchen wir bloß im Schnee. Stand direkt gerade unter Schnee, stand dort bloß. Ich habe ein kleines Problem. Hm? Ich komme nicht mehr hoch. Du bau einfach einen Block und... Was für ein Rotz. Vor allem, ich hab halt direkt unter dem, wo stand Berg? Hab ich gedacht, okay, Bergbiom, passt. Woher soll ich wissen? Aber das können wir nutzen. Weißt du, was wir machen können? Hm? Bist du allein? Komm mal hoch. Komm mal hoch. Du gräbst dich an der Stelle jetzt direkt runter und versuchst das dann zu verbinden? Nein. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Ja, ich komme. Ich komme hoch. Aber ich will nicht nochmal alles planieren jetzt. Nein, ich zeig dir eine Idee. Wir zünden diesen Berg. Wir packen hier ein bisschen Schnee hin und tun her, so, als ob. Komm mal hier zu mir. Hm? Was können wir hier nutzen hier? Hier? Das wird ein riesiges Klärwerk. Idiot. Nein, guck mal die Wand hier. Die ist ja direkt hier an diesem Felsen hier. Wenn wir uns hier quasi jetzt hier rüberbauen zum Schneebiom, schräg runter. Hier, schräg runter. Guck mal, da ist das der Mineneingang hier. Ah, okay. Ist das schon yep. Meine? Da graben wir uns hier rein jetzt hier. Genau, hier rein. Und bis zum Schnee kommt. Warte mal, bis zur 5. Gehen mal gucken, wo das Schneebiom losgeht. Hier ist nämlich gleich Schnee als daneben. Schneebiom müssten wir bis... Michlein, hör zu. Minus 332 und 456. Das ist nicht mal weit. 456, bis dahin baue ich. Ja, und dann müssten wir uns irgendwie nach unten graben und dann müssten wir auf Gold kommen. Und wenn wir das nämlich dann haben, war es das. Kann man da nämlich hier die Mine aufbauen und das unten Tumumbel zufüllen. So, ich bin jetzt bei 51, das müsste ungefähr passen. Dann ein Stück weiter noch. 51, 56. Ja, ich baue jetzt hier ein Stück nach 56. Unten und dann nach rechts. Jetzt geht nämlich das. Okay, hier ist Lehm. Guck mal, hier ist schon Lehm. Kupfer. Auf Höhe des Eisenerzes muss es dann losgehen. Halt, da ist es. Das ist Zinn. Eisen? Wenn wir schon Zinn haben, ist gut. Das ist nämlich. Das, ja, ist noch mehr Zinn. Und wo ist Gold? Zinn ist Höhe 22, 23 und Gold ist Höhe 29. Aber da haben wir es ja eigentlich schon, was wir brauchen. Ja. Kannst du die Mine hinten dann mit Stein einfach wieder zumachen, ins Stück? Ja, machen wir dann. Damit das nicht spawnen kann. Ja, genau, davor habe ich ein bisschen Schiss, nicht, dass sie dann plötzlich von innen kommen, das wäre nicht so gut. Ja, das können wir ja, Wichelein, da können wir das ja alles auffüllen hier unten, da brauchen wir es ja gar nicht hier. Da mache ich nur dort unten in den Bereich, wo ich das Tor reinmache. Mhm. Den Rest fülle ich dann auf, wo war das jetzt hier, Höhleneingang, hier war's. Ja, nimm einfach ein paar passende Steine aus dem Inventar und pack das zu. Bin schon dabei. Oh ja, ist alles voll mit Zinn hier und Eisenerz. Das ist gut, da hast du jetzt doch schon, was wir brauchen. Eine Stunde sinnlos rumgegraben, super. Ja, aber ich hab's auch nicht für den Schnee erst gar nicht gesehen. Aber wir haben es jetzt. Ja.
Da können wir die Mine noch reinbauen, so quasi, dass die immer also reingehen müssen. Also sind jetzt vier Bereiche allein schon, dann grabe ich hier hinten Richtung Gold. Das ist auch noch Zinn, das muss jetzt weichen. Ja, das ist definitiv Zinn. Ne, das ist doch gut. Da war das nämlich auch schon da. Da kann man nämlich dann, oh hier, wenn ich dann hier so weit bin. Mhm. Ich hab Gold. So. Yay! Gold ja. gefunden. Wie damals bei Echo. Kupfer finden, das war toll auf Erden. Ihr habt eine Goldader entdeckt. Hast du das jetzt oder? Es ist wirklich viel Gold hier. Warte, ich komm runter zu dir. Dann grab hier ein bisschen was frei, dass wir das dann hinterher dann machen können. Ich gucke mal, dass wir hier irgendwie... Hm? Dass wir den wie einen Weg hier reinbauen, dass es die Mineneingang ist. Ich bin einfach nur froh, dass ich es endlich mal gefunden habe, den Scheiß. Ah, jetzt haben wir es, wichtig. Ja. Jetzt haben wir's. Jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt stelle ich hier noch ein paar Arbeitsplätze auf, schon mal. Für später. Ja, warte mal, ich muss erstmal jetzt hier das Zeug abgraben hier. Alter. Ich glaube, ich sollte jetzt auch mal zu meiner Basis zurückkehren. Da geht es wahrscheinlich schon drunter und drüber. Ja, mach das. Ich kümmere mich ein bisschen um die Mauer noch hier alles hier oben erstmal rundherum. Aber wir haben es erstmal dafür. Ja, weil mit dem Gold kann ich dann halt Ringe verkaufen. Ja, besser handeln. Ja, ja. Die bringen halt 23 pro Ring. Das heißt, meine Leute können auch was machen, wenn sie gerade... Und das Zinn brauche ich ja für Bronze. Das heißt, ich kann auf Bronzewerkzeuge gehen auch. Ja, wie gesagt, ich bin ja dabei jetzt gleich. Ich fange jetzt bald an hier, dass es so schnell wie möglich gemacht wird. Ja, jetzt bin ich glücklich. Ja, also ich suche ja schon ewig diese Ressourcen. Also stand direkt unter Schnee. Ja, das ist aber irgendwie bescheuert. Das hätte ich gern vorher gewusst. Ich glaube, ich habe sogar gelesen und dann, ja, okay, und das Snow. Uns dann nicht weiter beachtet. Das kann sein, dass es dadurch. Aber das bringt, Gold bringt uns weit. Geldtechnisch. Und, Zinn bringt uns arbeitstechnisch halt voran, weil dann geht halt alle, das beschleunigt halt unglaublich viel. Nahezu jedes, okay. Jeder Betrieb braucht halt Werkzeuge, fast jeder. Und wenn du halt Bronze hast, bist du halt schon mal wieder schneller. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das macht, glaube ich, das macht sehr, sehr viel aus, weil ich habe, bevor ich mit den Kupferwerkzeugen gearbeitet, mit Steinwerkzeugen gearbeitet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist tatsächlich sogar besser, wenn wir dann schneller damit anfangen, weil umso schneller sind auch deine Steine hergestellt. Ja, ich in einem Moment, lass mich mal kurz erstmal die Mauer ziehen hier, dass ich erstmal eine Sicherheitszone hier reingebaut habe. Ja, ist ja gut. Oh, arbeitslos minus 38, hier sind ein paar gestorben. Die sind, glaube ich, gut durchgekommen. Wie viele Tage war ich weg? 4? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war bei 86. 4 oder 5 warst du weg. Das passiert dann, wenn ich nicht mit aufpasse. Gut. Nachbesetzt. Naja, irgendwann werden das immer mehr und dann fehlen immer mehr Leute. Nee, je mehr fehlen, umso weniger weiß. Gegner können wir auch. Okay, wo hat... Jetzt bist du noch bei 290. Ja, ja, klar, ich habe gerade nachrekrutiert. Es gibt keinen Fisch mehr, das ist interessant. Die haben alles an Fisch verbraucht. Der macht halt mehr Brot. Ja, Mehl läuft. Porridge läuft. Kupfer wird dann auch besser, wenn ich damit, wenn ich dann halt Zinn dazu habe. So geht die Mauer, dann kann ich das hier machen. Genau, dann lasse ich das jetzt, zu der anderen Mauer kümmern. Ah, 5 Ringe. Komm? Nee, habe ich, ja, wurden geschmiedet. Ich hatte noch ein bisschen Gold übrig. Achso. Hä, wieso kein Wasser? Hier ist doch Wasser drin.
Die wollen Gold machen. Wir haben kein Gold. Black Dragon arbeitet dran. Ja, jetzt habe ich so viele Herde jetzt. Wird natürlich auch mehr Fisch verbraten. Verbraten. Ich muss ja Fischer wieder haben, oder? Passt eigentlich, ich habe 400 mal gekochten Fisch, das reicht. Mir ist lieber, wenn die jetzt mehr Brot machen. Vielleicht mache ich das andere mal aus, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich will das andere Zeug auch machen. Mhm. Brot hat maximal Priorität. Scheiß auf das Bärenessen. Macht einfach nur Brot erstmal. Können sich auch das Bärenmehl ein bisschen erhöhen. Dann gibt's halt Brot, trockenes Brot und keine Brote mit Marmelade. Das passt doch auch. Was ist denn da? Stroh. Ich habe 1185 mal Stroh. Was passiert, dass das noch dazu kommt? Kann man damit kann man bauen, oder? Geil, ich habe einen Strohblock gebaut. Das ganze das Dach nutzen. Ja. Ich weiß nicht, woher ich das kriege, aber vielleicht als Nebenprodukt vom Weizen mittlerweile. Kann ich mir vorstellen, dass Weizen das bringt Stroh. Ja, ja, ich weiß, aber das war früher, das habe ich anfangs nicht gekriegt, das kriege ich mit einmal. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber ja, dass das Stroh bringt, weiß ich. Das hat mich spätestens. Erstens weiß ich das so und Pharao hat es mich ja auch gelehrt. Müsste ich auch mal fertig machen, das Spiel. Hast du das noch nicht fertig? Nee, ich habe auf sehr schwer gespielt und irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich es einfach nur schwer war für mich, also genervt hat. Ach stimmt, das war ja die eine Mission, wo du absolut immer. Ja, das war übel. Muss ich irgendwann nochmal machen. Die Kriegsmissionen sind tatsächlich die schlimmeren. Also hätte ich nicht gedacht, dass bei Caesar 3 war es ja so, die Wirtschaft, die Kriegsmissionen waren leichter, bei Pharao ist andersrum. Stimmt, das war immer so umgekehrt gewesen. Du musst zwar mehr wirtschaftlich erreichen, das ist aber leichter, als wenn ständig welche kommen und die alles kaputt machen. Aber wie gesagt, die Wirtschaftsmissionen waren es ohne gewesen. Die ging tatsächlich. Aber bei Caesar 3 war es halt andersrum richtig schlimm. Weil die Endemission so richtig zum Wegrennen, wo da die vergessen, Caesar seinen Tribut zu zahlen. Und dann, wenn du dich einmal hast, hast du eh verloren. Nee, da hat er seine Truppen gegen mich geschickt. Ich dachte, was jetzt los? Wieso kommen denn diese scheiß Idioten jetzt her? Gottes Willen. Ja, und dann. Aber cool fand ich, wenn du die besiegt hast, dass du gesagt hast, oh, du bist doch nicht ganz unfähig, ein bisschen gunstwürdig. Ja, das war das Beste eigentlich, so nach dem Motto, scheiße, der hat ja doch gewonnen, so nach dem aber Motto. Ich muss sagen, du kommst, also auf der Steam-Version ist das verbuggt, weil sobald du diesen Angriff abgewehrt hast, kriegst du gar keine Angriffe mehr. Ja. Das ist mir aufgefallen. Und, aber eigentlich war es so, erst kommt er mit so eineinhalb Legionen, das werden dann halt immer mehr, bis du wirklich an einem Punkt bist, an dem du es einfach nicht mehr schaffen kannst. Weil der kann mehr als sechs, wenn du ganz sechs Legionen hast, überrennt er dich irgendwann. Du kannst ja nicht mehr als sechs Legionen haben. Ich hatte meistens drei Verteidigungswälle gebaut. Ja, aber die Legionäre sind halt echt übel. Die pushen rein, ja, können, ja. Aber wie gesagt, ich hatte es dann so gemacht, dass ich dann mir eiskalt, wie ich halt manchmal dann so spiele, so mehrere Verteidigungswelle mit Armbrust, diese große Bolzen gebaut Ballisten. Hatte. Ballisten. Danke. Und die haben ganz schön reinrasiert dann. Ja, die töten bis auf die Kriegselefanten jeden Gegner, glaube ich, sofort. So ein Elefant hat einen Ballistenschuss und einen einzelnen Speer da gebraucht. Aber ansonsten, diese normalen Truppen wurden halt sofort von der Balliste weggemacht und das merkt man, wenn man Ballisten mit in der Verteidigung hat. Das war aber auch so. Ja, also das habe ich erst nicht gedacht, aber die Türme sind. Ah ja, das sind wirklich diese Starken, die dafür sorgen, dass sie durchkommen. Mhm. Weil der war jetzt auch schon wieder sehr, sehr weit.
Komisch, jetzt schaffen sie es locker. Das verstehe ich nicht. Ah, die Armbrustpolster gehen ganz schön runter. Das ist normal. Ah, da kommt wieder so ein Starker. Der könnte jetzt wieder weiterkommen. Ah ja, okay. Wahrscheinlich, wenn dann die Starken mit solchen Mittleren mitkommen. Ja, der könnte durchkommen. Ja, das wird kritisch. Weil wenn dann die Schwachen mit die ganzen Bolzen abfangen, dann kommen sie irgendwann doch durch. Das ist auch nicht so gut dann. Ja, das lässt sich halt nicht vermeiden. Es ist auch sehr, sehr darauf, hängt auch sehr davon ab, halt, wie die Gegner kommen. Wenn die Starken gleich am Anfang mitkommen, dann schießt du die noch eher weg. Aber wenn dann zum Schluss so um 4 kommt er dann noch die richtig große, kommt er dann alle quasi noch an. Es kommt auch wieder so ein Fetter. Okay, der ist nicht fett, aber. Jetzt gehen auch die ersten schon wieder auf Arbeit. Und die sind noch. Hier ist noch ein Starker. Aber der scheint so ziemlich der Letzte zu sein. Oh, das war's. Ah, kommen noch ein paar einzelne. Ah, das ist aber scheiße. Könnte nicht mal ein bisschen schneller kommen? Oder schneller wieder gehen? Ja, das Problem ist, ab einer gewissen Uhrzeit gehen die Leute halt schlafen. Und wenn dann noch Zombies da sind, dann hast du halt ein Problem. So gut. Aber das scheint die Letzten zu sein. Weil das hatte ich auch schon. Als ich nicht genug Munition habe, die fangen an mit Munition zu produzieren und... Ah, das ist der letzte. Dann rennt Zombies so. Ja, da musste ich mich halt eingemauert lassen und... Nicht gut. Ich glaube, also jetzt um 6, die sind noch da, wahrscheinlich gehen sie so gegen 7 ins Bett. So, ich muss noch einen Ring ziehen, da habe ich die Mauer hoch genug, wie ich sie brauche. Und dann können wir uns dran machen, dass du anfängst, die Bevölkerung und Verteidigung zu bauen. Ja, Verteidigung kann ich dann gleich anfangen, dass, wenn die Mauer hoch genug ist. Da baue ich das Tor mit Verteidigungsklee rein. Und dann können wir die Mine reinzwiebeln. Und da hast du dann, wie gesagt, da kannst du dann Ruhe machen. Dann habe ich endlich Zinn. Ja, und Gold. Ja, beides ist wichtig tatsächlich. Also Gold nicht so, Gold ist... Goldbarren wurde eins genutzt, um den Wert des Papiergelds zu garantieren. Ja, ist gar nicht so abwegig. Jetzt um 8 gehen sie ins Bett. Ja, da kann ich erstmal jetzt das Torhaus anfangen, weil ich brauche wieder noch Haufen... Steine. Die Steinblock, die normalen, nicht mehr so richtig. Das geht schon jetzt. Dieser Stein. Ja, okay, ich guck mal, wie die Produktionseinstellungen sind. Also die Prioritäten eher. Wenn ich einen Steinmetz finde, da. Dunkler Steinblock, ja, das passt soweit. Steinblock ist eh auf 200 limitiert, wenn das erreicht ist. Cobblestone ist auf 1000, Black Cobblestone ist auf 1000 und Stonebricks ist auf dreifaches. Ich würde sie einfach mal machen lassen, tatsächlich. Beziehungsweise Cobblestone bleibt, dann gehe ich auf Steinblock auf normal. Und Black Cobblestone brauchen wir auch nicht zwingend. Das heißt, die produzieren bloß noch... Cobblestone und die Stonebricks. Ich habe tatsächlich nicht mehr genug Wasser jetzt, wo die alle Brot produzieren. Ja, das ist immer so. Ich glaube, ich mache noch einen Wasserschöpfer und nehme dafür einen von den Typen weg, die für... Oder ich mache zwei. Ich habe zwischendrin mal auf eine Wasserpumpe umgestellt, bis ich festgestellt habe, die produziert so viel langsamer das Wasser. Okay. Ja, die Wasserpumpe kann zwar überall, aber dafür braucht sie länger. So. Okay, das ist nicht so gut. Firepits, also die simplen Köcher brauchen wir nicht so viele. Haben wir jetzt noch. Habe ich jetzt zwei weggenommen, die sollen Wasser holen. Dann sollen sie lieber, ja, soll lieber mehr Brot gemacht werden. Das geht, wenn ich das so baue. Ihr macht Earthware, das ist super.
Ja, ein bisschen mehr Wasser schöpfen, damit mehr Brot gemacht werden kann. Wenn wir Wasser abschöpfen. Ja, Wasser ist ja glücklicherweise an so einem Fluss so ziemlich endlos. Ich würde mir Gedanken machen, wenn du wirklich so einen hohen Verbrauch hast, dass du den Fluss wirklich vollkommen umleiten musst. Also aufbrauchst. Das ist so der Punkt, an dem du dir sagen musst, vielleicht sollte die Bevölkerung nicht weiter wachsen. Davon mal abgesehen, dass alle anderen, die von diesem Fluss profitieren wollen, dann vielleicht nicht sehr freundlich auf dich zu sprechen sind. Ja, weiter unten. Ja, irgendwo im Tal unten. Früher war hier noch ein Fluss. Damals, Ida Imitri. Okay, dann komme ich mal wieder zu dir hoch. Vielleicht kann ich meine Kolonieanzahl erhöhen. Ja, das ist relativ billig. Vor allem Kolonie-Upgrades von der Bevölkerung bin ich gerade mal bei Stufe 3. Da gibt es 31 Stufen. Okay. Also da können schon sau, sau viele Kolonisten zum Schluss bei dir sein, glaube ich. Also wenn du es wirklich auf die letzte Stufe bringst, erstens, das wird wahrscheinlich super teuer. Aber trotzdem, ich muss sagen, dieser kleine See hier gefällt mir auch. Die Bärenmahlzeit ist irgendwie ganz schnell weg. Ja, je verarbeiteter das Essen ist, umso eher wird es gegessen. Ach du, ach, diese Bärenmahlzeit habe ich gerade auf ausgestellt erstmal. Also die. Ach so, ich habe die letzten vier Ach, ist rausgenommen. egal. Von mir aus sollen's, Nee, das von mir aus Wasser können ist sie auch auch nur was Brot Neues. Was essen. soll ich? Das ist ihnen eigentlich relativ egal, Hauptsache die haben eine Mahlzeit wenigstens. Es müsste jetzt eh wieder ein bisschen schneller gehen. Jetzt habe ich nämlich das Wasser dazu gepackt. Das heißt, sie müssen noch schneller mit Brot sein. Ah ja. Hi. Hi. Wie kommst du da nicht mehr drüber hier, wenn ich hier Ja, oben das dann ist bin? okay, so habe ich das ja drüben auch Weil das gemacht. zwei hoch ist hier und da kommen die nicht Ja. drüber, die Spinner. Da können die nur vorne durchs Tor Ja, so durch. habe ich ja auch gemacht. Das ist mit purer Absicht jetzt hier von Ne, so mir. habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja Wir auch. können dann später, können wir mit Zinn und solche Sachen bauen, aber erstmal anfangs hier. Aber ich muss dann noch fertig hier rüberziehen, dann bitte nur noch das Torhaus vorne bauen kann. Auch. Und dann kannst du wirklich sagen, können wir mit der Mine anfangen unten in der Ecke. Ach, hier sind noch ein paar Sachen zu flicken, oder? Ja, das mache ich schon. Wie gesagt, das Torhaus will ich dann noch basteln und dann habe ich dann auch erstmal hier dann mit Verteidigungs. Ich habe mir überlegt, vielleicht das Torhaus so zu bauen, wie du das gemacht hast, dass sie so Schießscharten haben oder oben drauf stehen und runterschießen Also können. du kannst beides kombinieren, habe ich ja auch gemacht. Das ist echt geil. Ja, ich muss gucken, wie ich, weil hier kommt ja die Treppe hoch. Hier geht der Weg rein, hier. Und das will ich noch ein bisschen umbauen hier, ein bisschen Ich was würde sie auf machen, dass jeden sie Fall nicht so empfehlen, dass hoch. die hier so stehen, runterschießen, dann von hier noch runterschießen vielleicht, dass links und rechts noch geschossen wird. Je mehr Leute schießen können, umso besser. Deshalb gucke ich ja gerade, wie ich das am besten mache. Hast ja quasi Wie ich schon die das am besten ausgehoben, die bauen kann. entsprechenden Bereiche. Naja, passt ja Ich gerade. baue mal schon mal die entsprechenden, nicht Steinmetze, die Bergarbeiter-Dinger runter für später. Ja, du kannst ja einen weiteren Weg hier reinbauen, wenn du willst Ich hier. bereite nur Oder vor. reicht das du? Alter, nee, das war's ja gar nicht. Oder? Doch, das war die Doch, das ist Mine. der Weg. Das ist Ja. das hier. Das hier, das können wir auch noch ein bisschen ausbauen dann Ja. später, dass wir einen breiteren Weg haben und so. Ja, genau, hier war's.
So, doch wieder ein paar Fackeln. Ja, es sollte reichen für den Anfang. 8 Stück. Naja, grundmäßig ja. Ich muss mal gucken, wie das mit der Produktion läuft. Sie brauchen lange. Um das abzubauen. Du brauchst, ja, 300 Einheiten da. Ja, aber ich meine auch allgemein. Aber hier wäre es auch kein Problem, dass er von oben kommt, weil es nicht so ein weiter Weg ist. Ja, deshalb jetzt habe ich mir überlegt, so, dass wir das so machen. Ja, Munition geht wieder ordentlich runter. Okay. Jetzt nur noch mal gucken, ne? Ja. Sollte ich auf jeden Fall. Hol ich noch mal ein paar Bolzen wieder, weil ich keine mehr hab. Es sieht so lustig als Fackel durch die Gegend rennen dann. Ja. Ich finde es aber interessant, dass jetzt die Kolonie links angezeigt wird. Ah, jetzt bin ich auf der Kolonie und es sind -6 arbeitslos. Das heißt, es sind anscheinend wieder welche gestorben. Ja, wurde mir gerade angezeigt. Oh, es ist wieder jemand tot. Ja, hier sterben gerade welche. Sterben welche. Ich muss gucken, nicht, dass die, dass einer durchgekommen ist. Das wäre schlecht. Oh, guck mal, hallo Zombies. Hey, weg da. Da wird er gerade wieder Tag. Wird gerade wieder Tag. Schieß ihn einfach mal in den Rücken und lauf ihn nach. Also manche von denen halten schon sau viel aus. Und das war noch nicht mehr der super gepanzerte. Einfach hinterherlaufen und in den Arsch schießen. Das fand er wohl nicht lustig. Er hat sich umgedreht, das hat er gemerkt. 7 Leute sind gestorben. Ich wette, dass einer durchgelaufen hat, hier die Leute im Betten erschlagen. Ich kann es sein. Jetzt hast du auch wenigstens die Ressourcen erstmal, die du brauchst. Ja, also das läuft echt gut. Moment, was heißt hier, du bist fertig? Du machst gefälligst mehr davon. Was geht's? Scroll of Knowledge, ich bin fertig. Kannst du vergessen. Du wirst nie fertig werden mit den Dingern, die kann ich zur Not verkaufen. Chef, ich habe fertig. Was? Bau ist fertig. Ja, geht zum nächsten Mal. Ja. Der kann nichts machen, weil er keine Tiere mehr hat. Was bist du? Du bist der Tenner, ja. Haufenweise Tierhäute und brauch sie nicht. Ey, habe ich nicht gesagt, ihr sollt das Zeug nicht herstellen? Vielleicht brauchst du später noch. Keine Ahnung. Ah, gesegnete Brotmahlzeit. Fast 500 Brote. Läuft. Ja, sehe 469 hast du gerade. 2 Fische. Was? Ja, Fische, die werden sofort verkocht. Aber ich glaube, mit dem Wasser kommt es jetzt besser hin, habe ich das Gefühl.
Auf 453 Fisch hast du nur. Mhm. Aber Getreide ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich habe auch ein Riesenfeld. Die Bären werden so immer verarbeitet. Ja, die werden halt zu diesem Breadmeal gemacht. Das ist aber okay, weil dieses Breadmeal ist halt, bringt halt nochmal eins Nahrung extra. Mehltöpfe werden langsam weniger. Töpfe an sich sieht aber gut aus. Und so musst du halt Stück für Stück dich aufrüsten. Ja, genau, mach Brot. Ich glaube, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit von 5%, dass das mit dem Brot schief geht. Weil da steht 95%, also könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass Brot einfach schief, also anbrennt quasi. Ja, Mehl wird weniger. Das heißt, ich brauche mehr Mühlsteine. Du darfst jetzt Mehl machen. Jetzt habe ich nur noch einen, der Haferbrei kocht. Das reicht. Sieht so geil aus. Ich stehe auf der Mauer und warte drauf, dass Steine fertig werden. Ja. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen nervig an dem Spiel. Du kommst wirklich in Bereiche, in denen du einfach mal nichts zu tun hast. Auch alleine. Ach, die Aussicht sieht geil aus. Die Aussicht hier. Also als ich das damals gespielt habe, konntest du noch selber Sachen herstellen. Das geht aber leider nicht mehr. Also nicht an der Workstation irgendwie sowas nee, selber das ging. Kannst? Das ging früher, geht mittlerweile leider nicht mehr. Da konntest du zum Beispiel Munition und sowas herstellen, also Geschossmunition, das geht alles nicht mehr. Wenn du keine Munition da bist, kannst du nichts machen. Glaub mir, sonst würde ich die Zeit auch anders nutzen. Ja, ja. Aber die arbeiten wirklich alle gerade an Cobblestone und an diesen schwarzen. Also es ist gar nicht ungewöhnlich, dass ich zwischendrin, ich glaube, ich nehme mal die weg. Und mache nochmal zwei Typen, die zwei Steinmetze dazu. So, es arbeiten noch zwei mehr. Ich mache auch keinen Bergmann für Kupfer mehr, weil ich weiß, sobald ich das Zinn mit abbaue, werde ich weniger brauchen. Weil die dann auch... Wie gesagt, das dauert ewig, das Abbau, das sage ich jetzt. Ja, aber auch das kann ich dann mit... Wenn ich dann auf Bronzewerkzeuge gehen kann, wird es ja auch besser. Es fällt dir ein, fertig zu sein. Weißt du was, Armbrustbolzen hätte ich gerne jetzt mal 3000. Macht mehr Bolzen, einfach nur zur Sicherheit, dass ich mehr... Reserve hab. Und warum bist du fertig? Du bist ein Tinkerer. Ach so, Bretter. Okay, das sei dir gegönnt. Das Schöne an meinen Töpfern ist, wenn die nichts zu tun haben, dann machen die mir Waren, die ich verkaufen kann. Das ist okay. Ja. Sobald genug Töpfe da sind, machen die das. Hast die normalen Steinblock rausgenommen, stimmt's? Die anderen jetzt machen lassen. Ja, brauchst du normalen Steinblock? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Nee, erstmal. Aber ich habe mir gedacht, lieber erst mit der Mauer, weil die normalen Steinblöcke können wir dann mit einmal in richtigen Masse herstellen, das geht schnell. Richtig. Nee, das ist richtig gut sogar. Da kann ich die Mauer jetzt fertigstellen und. Sobald die Mauer fertig ist, können die nämlich dann richtig. Können wir dann richtig loslegen. Ich baue dann das Torhaus noch und dann, wie gesagt, mit Verteidigung können wir dann mal gucken, wie wir das hinkriegen und dann könnt ihr nämlich schon arbeiten. Ja, die machen gerade nichts anderes außer Cobblestone und Stone Bricks. Wird schon wieder Nacht. Also wie gesagt, im Mauer bin ich fast rundherum. Ich bin auf der letzten Seite. Ja. Dann, wie gesagt, das Torhaus. Ja, Hauptsache ist erstmal dicht. Um schöneres, dass es schöner ist, kann man sich später noch kümmern. Ja, das sind der Turm in der Mitte bauen und solche Geschichte, das mache ich dann hinterher, aber erstmal haben wir dann soweit erstmal. Was fällt euch ein, keine Scroll of Knowledge nochmal zu machen, hä? Da. Die Sonne geht unter.
Die Ghouls kommen. Da bitte. Mehr arbeiten. Die Ghouls kommen. Michelin, kennst du noch den Film Die Goonies? Ja, natürlich. Die wollen ein Remake draus machen mit Erwachsenen oder sowas. Aber es war doch wichtig, dass es Kinder sind. Ja, das Interessante ist, also eigentlich mehr Teenager, das mit Aliens aber diesmal die Gegner sind. So eine Art Neuauflage von den Goonies. Das hat dann aber nichts mehr mit den Goonies zu tun. Ja, es soll aber auf die Goonies anspielen. Total bekloppt eigentlich. Ein Stuhl quietscht. Hörst du das? Nö. So. Die Aufnahme ist aber jetzt eh durch. Aber viel geschafft heute. Ja. So, da kann ich das nächste Mal, wie gesagt, also da ist da die Mauer fertig und das Torhaus. Mhm. Und dann kannst du hier schön hier alles abbauen. Dann denke ich mal, kriegt man das mit Verteidigung hin. Ja, bin ich mal gespannt, wenn. Also wenn ich das Gefühl habe, dass es mit Zinn absolut nicht hinhaut, dann Zinn brauche ich auch später auch für die Stahlwaffen. Also Stahlwerkzeug und sowas. Brauchst du auch Zinn. Also Zinn können wir ja gucken, dass wir das ganz mitterlich zusammen noch was basteln können. Also dort können wir jetzt hier uns breit machen im Berg. Gold ist das Gold ist ja tatsächlich nichts. Nur so eine nette Beigabe, dass meine Schmiede auch was zu tun haben. Hm. Aktuell, wie gesagt, ich hätte jetzt schon gern bessere Werkzeuge, weil dann läuft alles wieder ein bisschen schneller. Das kann ich mir vorstellen. Und je schneller die arbeiten, umso weniger Leute musst du ja auch beschäftigen. Weil umso schneller kriegst du dann auch deine Steine rein. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis ich dann auf Stahl, auf Eisen gehen kann. Warte mal. Researcher. Ach, da muss ich zur Eisenzeit wahrscheinlich. Danach folgt schon Eisenwerkzeug. Da brauche ich. Ja, darum geht's ja. Stone Bricks muss ich da nur machen, tatsächlich. Alles andere habe ich. Da könnte ich direkt auf Eisen gehen. Schön. Vielleicht wäre das schlauer. Ja, Stonebricks machst du ja gerade her. Stellst du ja her. Nee, Stonebricks nicht. Aber vielleicht sollte ich einfach auf das Zinn scheißen und einfach in die Eisenzeit gehen, wenn ich mir das so anschaue. Aber es steht auch Increases Monster Threat by 100. Also, wenn ich das erforsche, habe ich sofort 100 mehr Gefahrenlevel. Und das kannst du dann auch nicht mehr wegmachen. Mit Iron Tools hast du ein Schmiedeeisen. Schmiedeeisen brauchst du dann. Schmiedeeisen, Iron Blumen. Iron Tools, warte mal, wo habe ich Iron Tools. Das sind Iron Blumen steht hier. Die machen Iron Tools dann. Hergestellt in Copper Anvil. Ah, warte mal, Wichtelein. Du brauchst die Bronze zur Bronze, Zeug alles. Weil wenn du dann nämlich guckst, der Schmelzofen braucht 3 Bronzebomben. Und Ziegelsteine, um den herzustellen. Du brauchst das Bronze, genau. Der Brennofen auch, Bronzebomben. Ja, zur Not, ich kann mir Zinn auch kurzzeitig kaufen, tatsächlich. Der Jobblock, der neue, braucht auch Bronzebomben, 2 Stück. Ja, also auf lange Sicht ist schon gut, wenn ich alle Ressourcen habe. Aber ich soll dann gucken, dass ich möglichst auf Eisen gehe. Hör zu, der Eisenblumen braucht 3 Eisenerz und Holzkohle. Aha. Ja, das kann ich ja wahrscheinlich problemlos aus Holz machen. Crafting Time, du brauchst einen Brennofen dafür. Oh, das ist ein Witz. Du musst einen Brennofen haben, um Holzkohle zu machen. Also müssten wir erst Zinn abbauen, wie die ploppten jetzt, dass du dann quasi die Bronzebomben kriegst, damit du das andere. Dann danach würde ich erst das Iron Age machen. Ich leid, also wenn du es mal durchliest. Ja, da brauche ich Zink. Für Brass, Anax Brass. Press Ingot, was kann ich damit machen? Alarmbell, Jeweler. Oh, okay, das kann ich noch mehr. Machen wir Sachen verkaufen. Also, es lohnt sich schon, diese Technologien mitzunehmen, weil du kriegst halt auch mehr, dass du mehr Koloniepunkte kriegst. Also, es ist nicht unnütz. Also, wie gesagt, erstmal das Zinn würde ich machen, bevor wir das Eisen machen. Ja, man sollte es schon richtig machen. Weil das Überspringen wird hier. Bloß einen Arschweiß, weil ich hab's, wie gesagt, ich hab's ja gerade laut vorgelesen. Mm. Du brauchst das Zinn für die Bronzebronze und kommst dem Eisen nicht voran. Ja. Na, jetzt kommt wieder so einer. So ein stark gepanzerter, aber den schießt man ganz gut weg, glaube ich. Oh ne, er kommt durch. Oder? Schießt er den weg? Ja, gut. Ich wusste es, ohne sein Genick ist er wehrlos. Ohne Kopf nur. Hui, weg ist er. Das sieht aber unschön aus, wenn die Sonne aufgeht am Berg hier hinten. Cool, ja, aus. Das ist ja. Letzten Endes wird das doch rein theoretisch dein Außenposten. Dein eigenes Reich. Das dachte ich mir schon. Das ist so
Das ist zu klein! Du kannst da noch einen haben. Ja, ich weiß, dann würde ich unten die Formlandschaft dort unten bauen. Ach so, nicht. Ja, da müssen wir schauen. Wichtelein, da würde ich das Formding dort rausnehmen. Ja. Ja, wir gucken dann einfach mal nach und nach. Ja, wie gesagt, erstmal machen wir beim nächsten Mal hier das hier so weit fertig. Ja. Das komplett produzieren kann. Und dann, wie gesagt, schauen wir Stück für Stück weiter. Wir haben echt zu. Jetzt habe ich tatsächlich zu wenig Mehl. Ehrlich? Warte mal. Ja, stimmt. Mehl fehlt. Ich glaube, die kann man auch nicht beschleunigen. Ne, die kann man nicht beschleunigen tatsächlich. Auf 584 Brot, jetzt werden sie gehen so runter. Aber über 100 Fische sind weniger, oder? Ja, die sollen essen, was sie wollen. Akte läuft. Jetzt geht Mehl wieder hoch. Im Zweifelsfall, ja, da, immer wenn die produzieren. Im Zweifelsfall mache ich da wieder ein paar mehr, die Mehl herstellen und dann wird das schon. Irgendwas ist immer zu wenig oder zu viel. Immer so. Aber diese Rezepte sind halt sehr sparend in Sachen Getreide auch tatsächlich. Weil dieses Wheat Gruel braucht halt 6-mal Getreide. Während dieses Brot, also Mehl braucht. Achso, diesen. Der Pot braucht 3-mal Getreide und daraus werden halt 2 Brote sogar. Okay. Ist halt viel, viel effizienter. Das ist ja 25% der Rohstoffe. Wenn man das Holz wegzählt und die Krüge. Hm. Kommen noch ein paar Dinger und dann habe ich die Mauer wenigstens fertig. Ja, das können wir noch kurz abwarten. Wir sind jetzt bei 1,52. Sechs noch. Ja, haben wir 6. So, die Mauer steht rundherum, also da kommt auch keiner mehr hoch. Das ist über 2 Blöcke hoch und drüber springen können sie auch nicht. Gut. Das heißt, beim nächsten Mal baust du das Wachhaus und stellst die Wachen auf und dann kannst du schon anfangen, eine Unterkunft zu bauen entsprechend. Richtig. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Colony Survival für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Oder so.